gut. Ja, was soll ich sagen, halt am Nachmittag. Ach ja, das Allergeilste war, der wirklich der, ich sag mal in Anführungszeichen, schwerste Behinderte. Nicht der nervigste, da war ich noch am coolsten mit. Der hat wirklich gar nichts um sich mit drumherum mitbekommen, aber ansonsten. Und der hat sich halt permanent einfach nur voll gesabbert. Ich fand's nicht mal wieder nicht. Ich fand's einfach nur interessant mit zuzuschauen. Ach gut, erstmal auf den Bogenschützen von mir aus. Oh, ich glaube, der muss jetzt beides wegmachen. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ich mich im Kampf gegen Al Gore schlagen werde. Oder jetzt mal zu jetzt spoilern. Gut, haben wir den. Den molchen wir direkt nochmal eine rein. Und dann haut Badass drauf und killt ihn hoffentlich. Ja, was soll ich sagen? Ich war halt während dieser Zeit mit Menschen unterschiedlichster Behinderung konfrontiert. Und die können natürlich nichts dafür. Wie gesagt, das Problem war halt, kein einziger von den Leuten, die ich dort getroffen habe, war wobei doch, also prozentualtechnisch gesehen, sagen wir mal, 70% der Leute, die dort waren, waren so schwer behindert, dass sie im Rollstuhl sitzen mussten. Und ich meine jetzt wirklich nicht körperlich behindert. Sie hatten alle funktionsfähige Körperteile. Ich rede jetzt wirklich hier von geistiger Behinderung. Weil die ja wirklich nicht laufen konnten. Und die haben halt wirklich, ich sag mal, nur gestöhnt und halt irgendwelche Geräusche von sich gegeben, wo halt jeder andere, ich sag mal, schon geraged wäre. Dann war es halt so, dass die halt auch sehr oft da waren und mich halt anfassen wollten, was dann halt auch schon, ich sag mal, zum Teil echt unangenehm war. Was sowieso am schlimmsten war, die eine, die mich geschlagen hat, der könnte ich jetzt noch eskalieren. Aber gut. Tag 2 war dann wiederum eigentlich besser. Also zumindest hat mir Tag 2 auf jeden Fall, also Tag 2 war besser und Tag 3 fand ich von allen eigentlich mit am besten, weil da mussten wir noch vormittags arbeiten. Fakt ist jedenfalls, am zweiten Tag, was war am zweiten Tag alles? Ach ja, genau, das muss ich dir erzählen, das war mein absolutes Highlight am zweiten Tag, das wirst du feiern, pass auf. Zweiter Tag hatten wir wieder diesen Morgenkreis und da war eine, die war halt sehr unruhig, ist da und aufgestanden, einfach aus dem Raum rausgegangen. Und irgendwann meinte dann halt eine der Erzieherinnen so, jo, weißt du was, das hat eh keinen Sinn mit der, wir bringen die jetzt mal besser. Dann sagte die eine Erzieherin, gut, ich bring die, geht halt so raus, 5 Minuten später kommt die rein, hält sich so 2 blutende Finger, Tränen überströmt und meinst du, die hat mich gebissen. Nick, noch da? Ja, der stimmt zu. Okay. Ich weiß gar nicht, wie schwer das hier gerade Musik hier machen muss. Deswegen habe ich gemeint, du sollst ein verdammtes Spiel ausbauen und nicht darauf konzentrieren, dass du mit zuhörst, schrägstrich mit mir redest, Alter. Ich mein Gott. Immer zu, das weißt du da ganz genau. Ja, natürlich. So, ganz kurz hier hinten war nochmal gar nichts. Außer einen alten Schwamm. You don't talk, huh? Das war so eine Ereignis, da muss ich sagen, ich bin echt glücklich, dass mir das nicht passiert ist. Ich wurde zwar angesabbert, geschlagen, musste mir permanent irgendwelche richtig, richtig nervende Hintergrundgeräusche anhören. Warte mal, ich glaube, das habe ich vergessen, oder? Ja, das habe ich wahrscheinlich vergessen. Naja, dann muss ich kurz mal hier lang. Aber wenigstens wurde ich nicht gebissen. Das, pass auf, musst du dir halt vorstellen. Beim Jacke anziehen, oder wo dir halt einer geholfen hat, beim Jacke anziehen, wurde die halt einfach gebissen. Also, die hat einfach die Finger genommen, im Mund geschickt, dann krack, drauf. Muss ich sagen, fand ich dann doch interessant. Genau, mein zweiter Tag war sowieso das Highlight. Ja, dort war einer, pass auf. Da war in unserer Klasse, der heißt Jan. Jan, falls du das Video siehst, du bist ein Vollidiot. War schön, wenn ihr die ganzen Klassenkameraden abflame. Ich hab ja keinen hier. Also auf Fakt ist jedenfalls, dort war halt auch ein geistig Behinderter, der hieß halt auch Jan. War halt wirklich das totale Ebenbild. Der hat halt wirklich einfach nur die ganze Zeit die Leute beleidigt. Hat sich halt bei allen total unbeliebt gemacht. Achso Leute, übrigens, es gibt ein Achievement, das kann ich euch auch mal ganz hier kurz zeigen. Wo war's denn? Wo war das denn? Teddy, oh Gott. Ich glaube, es war aber relativ weit unten. Fans, nein. Wo war das denn? Ich bin vorbei. Fakt ist jedenfalls, es gibt ein Achievement, wenn ihr auf 4 wichtige Machtpersonen furzt, falls ihr das Achievement haben wollt. Ein paar werde ich dann noch so im Let's Play erklären. Ach ja, genau. Truth to the Power. Pfarrer Maxi hier ist einer von denen. Oh, what sad times.
If the Lord didn't wish us to fall. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. So, jetzt Baby Luther helfen wir da mal. Beat a kid if you know it's good for you. Tja, jetzt kommt's zum Kampf. I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Die war, ich glaube, die musste ich jetzt attackieren. Ich find's ja schon hart, weißt du, stich dir einfach so mit so einem Schaschlik-Spieß ein, es fängt an zu bluten, GG. Einfach dieses Game. Deins meine ich. It's EQ. Es ist so hammerschwer davon, die Angriffe zu blocken, ich schwör's euch, Leute. Das ist... Also, fuck, was mache ich denn? Oh, diese... Oh Gott, ich Vollidiot. Alter, ey. Jetzt konnte ich aber auch gerade gar nichts mehr, ey. Auf die hätte ich gehen müssen. Gott, bin ich ein Vollidiot, ey. So. Und somit haben wir eine gute Tat vollbracht, die uns später noch sehr nützlich wird, sein wird. Oh, I hope they didn't break it. Oh, phew. He thinks I owe you one, kid. Genau, dann war hier das Schimpf. War hier das Schimpf. Pokémon. Ich dachte schon Pokémon, ey. Genau, dann war hier noch der Beutel. Da war die Kiste. Und hier könnt ihr euch auch gleich, wenn ihr einmal hier seid, direkt Autoritätsperson Nummer 2 holen. Das ist nämlich hier die Bürgermeisterin, von der wir auch eine neue Quest kriegen. Da müssen wir nämlich 7 Obdachlosen-Camps umsiedeln. 2 an der Oberfläche und 5 werden dann in der Kanalisation sein, aber zu der werde ich dann auch noch einen, ich sag mal, extra Part machen. Yeah, you should check for mud. Kann ich die hier überhaupt anfurzen? That's no way to get popular. Genau. Hey kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. If you could go and beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop. Ne, wir müssen jetzt Obdachlose verprügeln, aber egal, das kennt man ja. Nick, worüber habe ich eigentlich gerade letztens geredet? Ich bin gerade voll abgeschweift. Ich glaube, in meinem zweiten Tag, oder? Ja, du warst bei deinem Tag, von der ich mir noch angesammelt habe. Ach ja, genau. Ich durfte ja wirklich alles machen. Also ich durfte... Ach, da kann ich auch noch gleich was erzählen. Das war auch am zweiten Tag. Ich muss am zweiten Tag mal richtig dringend auf Klo. Bin einfach kurz gegangen, öffne so die Toilettentür, sitzt da drin, einer der geistig Behinderten, hält so die halbe Klopapierrolle in der Hand, winkt mich so voll freudig an. Ganze Klopapierrolle, ich wär mit Scheiße verschmiert und allem drum und dran. Und ich dachte mir nur so, geil. Geil. Einfach nur geil. Das war das Letzte, was ich da erwartet habe, da reinzugehen und dann da einfach einen der Behinderten zu sehen, der da gerade rumscheißt. Zwölf Freunde, ganz kurz. Ich muss kurz einen neuen Vorteil kaufen. Warte mal, mehr Mana war das hier. But I really think... Weil... That's Butt Brady. Wait. Nee, hier muss ich noch nicht rein. Genau, hier muss ich lang. Ich glaube, den habe ich auch in meinem letzten Run. In meinem letzten Run hatte ich 117 von 120 Freunden. Wie gesagt, den schwierigsten hatte ich dann mit dem Chimp-Pokémon-Scheiß. Gut, hier... Genau, die addet mich jetzt auch noch zu ihren Freunden hier hinzu. Wenn wir sie verstanden hatten, na, jugendlicher Narzissmus, das ist die Selbstverliebtheit. Gut. Was war am zweiten Tag noch so alles? Was war am Nachmittag? Was durfte ich denn da machen? Also ich weiß, am Vormittag war halt... War halt, ich sag mal... Ah ja, genau! 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 Am Nachmittag war so eine Andacht. So eine Kirchenandacht. Ich habe übrigens einen ziemlich guten... Ich habe eine ziemlich nette Bekanntschaft gemacht. Ey, mein Kumpel hieß Abdul. War afghanischer Mitbürger. Mega korrekt. Mit dem habe ich meistens aber Englisch gesprochen. Man ist auf jeden Fall ein netter Kumpel gewesen. Also mit dem konnte man sich gut unterhalten. Hat zwar Deutsch nur wirklich in Ansätzen gesprochen, aber dafür war sein Englisch ziemlich gut und Persisch, naja, konnte die halt wirklich perfekt.
Gut, dann warte ich kann... Ah, fuck, ich bin schon wieder eins zu weit. Scheiße. Gott, ich bin aber auch gerade echt... Das, ich verquatsch mich hier. Bei der Bank musste ich nicht rein. Hier musste ich rein. Den Polizist habe ich auch schon fast wieder vergessen, ey. Wie beim letzten Mal, ey. Das wäre peinlich gewesen. Gut. Hier reingehen. Ihr müsst hier reingehen und ein was kaufen. Kostet alles 2 Euro, ist eigentlich vollkommen scheißegal. Ich nehme mal... Ey, Nick, es gibt hier eine Melody-Perücke. Boah, Melody, Alter, mit Mom, mit der habe ich irgendwie auch gar nicht mehr unterhalten, ne? Ich hab eigentlich schon fast arrangieren können, dass ihr beiden euch mal auf dem TS trefft und ich als Translator dann dabei sein werde. Was, war die mal wieder im BF online? Nee, das ist auch schon wieder so lange her. Wie gesagt, ich spiele auch kein BF mehr. Jetzt muss ich kurz überlegen. Lohnt's? Ja, na. Nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich erst auf dem Spielplatz. Wir arbeiten das jetzt alles mal chronologisch ab. Genau, jetzt können wir uns hier die Quest Hide and Seek. Also ich kann euch sagen, die Hide and Seek Quest hier, wenn man nicht weiß, wo die Spasten sind, das ist der Horror. Da sind einige richtig, richtig miese Verstecke. Gut. Dann war hier was, hier was. Da oben war, glaube ich, nichts, aber ich weiß es nicht. Aber da gehe ich nicht hin, da war auf jeden Fall nichts Wichtiges. Genau, machen wir gleich mal die Runde über das Viertel. Hier war nämlich schon eines der Kinder. Hier war eigentlich nichts drin. Kriegt man nur einen Schiefen, wenn sie nämlich die Garagen öffnet. Und hier drin war Mr. Sklave, den kann man sich auch gleich als Freund tun, wenn man das Paket hat. I can't help with any tough fights, though. I don't want to get a fissure. Come back and find me if you want to call me again. But give it a day. I go to a lot of parties. So. Wir haben eine Rohlederpeitsche bekommen, damit wir Mr. Sklave oder Mr. Slave hier am englischen Eis direkt dann herbeirufen können. Wir werden insgesamt 4 von solchen Sachen kriegen, mit dem wir einmal in einem Kampf, einmal pro Tag, ich weiß nicht, wie das gerechnet wird, ich habe die Sachen nie benutzt. Entweder ist es einmal pro richtigen Tag oder einmal pro Spieltag. Es gibt insgesamt 3 Spieltage, was dann halt 12 Mal bedeuten würde. Oder halt so. Weil nicht mal, nee, den einen kann man doch eigentlich erst am Tag 2 kriegen, glaube ich. Ja. Einen am Tag 2. Genau, hier war der Mann, der im Pferd vögelt. Läuft bei euch. Die Garage öffnet sich nicht richtig. Und hier war die Mülltonne, genau. Ich habe das Spiel einfach viel zu oft gespielt. Der hat jetzt, glaube ich, na gut, außer halt den Sachen, glaube ich, nichts im Angebot, was uns interessieren würde. Da werden wir gleich hingehen. Erstmal gehen wir noch ganz, ganz kurz hier hin. Verdammt, dass ich ein Vollidiot bin, weil ich was vergessen habe. Scheiße. Naja, werden wir gleich nachholen. So, als allererstes den Typ da hinten einen mit Mäulchen reindrücken. Und Butters wird jetzt auf den seinen Hammer der Stürme machen. Dann ist nämlich zumindest schon mal der weg. Und die Maus daneben auch. Und dann haben wir jetzt nur noch einen Angriff, den wir von der kontern müssen. Was aber auch easy sein wird. Bei der mache ich sogar hier den Luschenbogen. Butters wird jetzt zerschmettern. Okay, da hat meine rechte Maus das nicht funktioniert, da musste ich erstmal drauf rumspammen. Gut, Obdachlosencamp Nummer 2 umgesiedelt. Und die anderen 5 sind halt, wie gesagt, dann unten in der Kanalisation, aber da kommen wir erst nach mindestens Tag 2 runter wegen einer Fähigkeit, die wir dann dort bekommen werden. Ihr werdet dann schon sehen, was ich meine. Jetzt in den U-Store. Gut, können wir machen. Müssen wir jetzt zum Beispiel da mehrmals noch, aber besser jetzt als nie. Weil normalerweise, ich mache halt wirklich einfach drauf gespielt und mal gucken, was ich wann und wie mache. Aber ich will es halt jetzt zumindest so zeiteffizient wie möglich machen. Hört man mich eigentlich die ganze Zeit gut, Nick? Ja. Okay. Warum ist...
Gut, dann ganz kurz hier die Schnellreiseflagge holen. Dann gehen wir kurz in den User zu der Chaoshöhle. Da kommen wir noch nicht rein, da auch noch nicht. Hier müssen wir rein. Gut, 10 Seconds, ich gebe mal ganz kurz einen Schluck. Achso, Nick, am dritten Tag gab es auch eine Sache, die mich auch mega belustigt hat, und zwar... Dritter Tag mit dem... Muss ich jetzt immer noch fallen, pass auf. Alle, und das ist jetzt kein Scheiß, wir hatten eine, die ist wirklich alle 10 Minuten aufgesprungen, hat einen Schrei von sich abgegeben, hat dann auf, ich sag mal, 20 km hochbeschleunigt und ist dann mit voller Kraft gegen die Rand, gegen die Wand gerannt. Warum? Einfach so. Halt geschrien, aufgestanden, gegen die Wand gerannt, Punkt. War ziemlich nice, muss ich sagen. Nicht, dass du dir noch was abguckst von den Leuten. Hä? Ich? Hä? Fußspuren? Ja, genau das. Alter! Triff das Mistvieh! So weit kommt's noch, du Wichser. Alter. Hat er das einfach nicht getroffen? Ich glaub's auch. Gut. Hier runter. Was war noch geiles am dritten Tag? Ach ja, genau, am dritten Tag war ja der Wegsnagger. Das war so geil. Pass auf, am dritten Tag musste ich halt dieses Frühstück, sag ich mal, servieren, wo ich halt auch wirklich angesabbert wurde und alles. Wir waren halt zu fünft. Das war wirklich noch der harmloseste Tag, da war keiner dabei, der die ganze... Doch. Doch, genau, meine Zahnknirschfreundin, der ich am liebsten alle Zähne einzeln ausgezogen hätte, war zwar da. Aber dafür war es halt ziemlich geil, weil... Da war so ein Typ, der war in so einer Routine drin und der wollte halt eigentlich die ganze Zeit ein Schwimmbad. Der wurde aber halt restauriert und deswegen ging das nicht. Und deswegen ist halt wirklich alle 10 Minuten einfach aufgestanden und wollte gehen. Twig? Twig? Have you picked up the fresh local ingredients? I'm not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Warum jetzt sitzt du nicht weiter? Ja, weil gerade weil Kleines in der Story war. Unattended, like a pristine meadow known only to the wild horses that graze there. Would you like to try some coffee? So, weil hierbei in das Freundehaus, es schmerzt zwar, wir müssen den Tempotrank Ultra kaufen. 15 Dollar, aber dafür kriegen wir die beiden als Freunde. Hier drinnen war was, pass auf. Ich musste halt Essen servieren, es war halt unter anderem folgendes. Moment, ist es wieder Story? What's this? Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Okay, auf geht's. How am I supposed to do all of this? Also, wir mussten halt auch das Essen servieren und halt, ich habe halt für 5 gedeckt gehabt. Der eine hätte halt Kuchen bekommen und die neben ihn. Genau, Al Gore. I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore. You know, Al Gore, I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. Yeah, story. We are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Gut. Haben wir jetzt Al Gore erstmal als Freund, hier oben ein weiteres schönes Pokémon. Jedenfalls, als wir halt die Sachen serviert hatten, musste halt mal die Erzieherin, oder halt mal die Betreuerin mit einer der Behinderten raus. Waren wir noch zu viert im Raum. Und als sie dann weg war, und ich auch gerade ganz kurz weggeguckt habe, wirklich nur ganz kurz, hat der Typ sie einfach eiskalt die beiden Schüsseln von seinen Nachbarn geschnappt und beide leer gefressen. Nick! Alter, ich guck mir hier gerade einen Jahrhundertkampf an. Du, Alter, du sollst einfach mal mit einem beschissenen Playman interagieren, du Vollidiot, ey. Mein Gott. Hast du überhaupt gerade zugehört? Ja. Na, immerhin. Dann sag noch mal, wie viel hat der Behinderte weggesnackt? 8, Mann. Ich frage mich, ob ich nicht gerade einfach aus dem TS einen Rage-Crit machen sollte, weil mit dir hier an der Seite ist es hoffnungslos. Meine Güte.
Ich glaube, ich nehme jetzt auch mal auf. Das muss man echt mal sehen hier. Oh, Nick, Alter. Du kannst später aufnehmen. Jetzt nehme ich gerade auf. Du sollst auch konzentrieren, mit mir zu spielen. Alter Schwede. If you try again, I will pepper spray you back to the Stone Age. So, kam jetzt hier und halt wieder, war natürlich voll am Rast, weil der halt, ich sag mal, die beiden Sachen von seinen Nachbarn weggesnackt, aber nicht sein eigenes. Der war schon so die ganze Zeit so im Upsnack-Modus. Hat's halt auch irgendwann wirklich durchgekriegt. Das fand ich einfach so geil. Nein! Oh, ich hab wieder was vergessen. Verdammt. Ja gut, dann machen wir jetzt ganz kurz den Friedenszug. Mir ist übrigens noch ein Kind. I couldn't decide where to hide. Genau. Doch, ja, gehen wir kurz rein. Ich denke, mit den Waffen schaffen wir... Oder? Welches Level haben wir? Es könnte knapp werden, wenn ich ehrlich bin. Es könnte wirklich knapp werden. Oh, hello, Mongolian! Shh! Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh, yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. It's not tasty at all. It's gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, can you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Weißt du, Nick, da wenn ich dich mal brauche zum Reden, aber dann bist du ruhig. Aber wenn ich dich mal leise brauche, dann kannst du nicht mal die Fresse halten. Das ist typisch, Nick. Oh, ich will doch hier nur die Parkuhr. Da können wir doch nicht hin. Gut, wir müssen uns jetzt also im Friedenszug nach oben kämpfen. Auf geht's. Jetzt kämpfen wir gegen den und gegen zwei Turgut-Magolen. Wobei Badass einen Attack hat, gegen die beiden super effektiv sind. Wir machen das jetzt nämlich ganz, ganz simpel. Schießen wir nämlich schon mal den. Und Badass wird jetzt die beiden da hinten einfach one-hitten. Weißt du, Nick, du könntest ja auch mal ein paar Geschichten erzählen und zum Guten geben. Deswegen habe ich dich hier mit eingebracht. Nick! Ja, Junge, mach doch mal ganz ruhig. Sieh mal gleich so ausrasten. Ja, ich sag Nick! Pause. Pause. Immer noch Pause. Komm, erzähl doch mal irgendwas bei dir, Neugier. Ich bin tot. Okay, jetzt kann ich erzählen. Mein Biolehrer wollte ich mal eine richtig geile Geschichte erzählen. Ja, stimmt, erzähl. Okay. So, nein, du lässt mich ja hier nie zu Worte kommen. Alter. Der ist so cool drauf, dieser Typ. Erstens mal, das ist das allererste Mal, dass mir Bio Spaß macht in der Schule. Und der Typ ist einfach... Der kann dir Dinge erklären, der erzählt was aus dem Leben. Oder letztens, also mein Cousin hat auch bei dem Unterricht, der ist 14. Da hatte der... Die hatten da gerade hier diesen Aufklärungsunterricht. Ich denke mal, jeder weiß, was ich damit meine. S-E-X. Und dann spricht er so zu dem, naja, Noah, ne? Wenn du dann später mal halt deine Freundin da so reinsteckst und so, dann musst du aber auch total Alter, der ist mega rot geworden, vor der ganzen Klasse. Oh, vor 14-Jährigen. Ich mal gucken. Ah ne, den WhatsApp-Verlauf, du hast ja keinen WhatsApp. Nein. Jetzt mal schön bei WhatsApp zeigen, wie die Nachricht ist so ja. Mann, weißt ja. Du, ich hätte es dann vielleicht sogar ins Spiel reingeschnitten, aber halt ausgeblaut und sowas. Kannst du den WhatsApp-Verlauf nicht einfach vorlesen? Du musst dir jetzt mein Handy holen und ich bin gerade mitten im Kampf. Oh, Nick! Du weißt nur, dass ich hier immer zu tun habe. Immer zu so, tun? Am Arsch hast du zu tun, du willst einfach nur suchten, ey. Weißt du, wo ich dich einfach konzentriert, ihr braucht fürs Let's Play, aber wir wissen nie, ey. Wir müssen sowieso mal wieder ein BF-Let's Play machen, da gucken die meisten zu, glaube ich. Ganz ehrlich, an sich habe ich eigentlich mal gar nicht mehr so wenig Bock da drauf, aber wenn ich das mache, dann weiß ich sowieso, wie es in der Klasse wieder werden wird. Hey, Ali, du bist wohl doch nur geistig, ja, dass du wieder so ein Spiel zockst. Echt, mich hat das nicht gejuckt. Darab hier. Also, mich juckt's an sich eigentlich auch nicht, aber ich bin halt mit BF an sich halt eigentlich schon durch.
Okay, war das Skill da hinten, die beiden jetzt wieder? Na komm, erzähl weiter. Musst du irgendwas geben, worüber auch du mal reden kannst hier? Ich kann nichts reden, ich weiß nicht genau. Alter, block doch! Du Wurst, Alter, ey. Ich würde es ja mal interessieren, ob die Leute mal diese EOS-Dinger hier, die ich gerade mache. Ich denke, EOS kennt keine, also ganz ehrlich. Bevor du das Spiel gezockt hast, kannte ich das noch gar nicht. Das habe ich noch nie gehört gehabt. Und ich denke, dass das Spiel an sich auch nicht so bekannt sein wird, weil... Naja. Also South Park, das Stick of Truth, den kennen, denke ich mal, richtig viele Leute. Einfach weil... Es ist halt mega bekannt. Gut, dann... Dahin und dahin. Triff doch! Okay. Leute, get ready for the first boss. Da, 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 da. Auf geht's. Der erste Boss. Auf jeden Fall immer meucheln. Damit ihr immer schön Blut abzukriegen. Wie gesagt, ich hab's jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich ja gerade nur das Standard-Equip hab. Ja doch. Ah, wenn ich mich anstrengend richtig schön... Okay. Oh fuck, das wird schwer. Weil ich frag mich, wann dieses Grillfest kommt. Es gibt hier so eine Attacke, die habe ich jetzt noch offiziell noch nie geblockt. Noch nie. Ich habe es noch nie hinbekommen. Es ist einfach zu schwer für mich. Ich krieg es nicht auf die Reihe. Gut. Es läuft aber, sie haben nur noch 150 Lebenspunkte. Ja gut, die Attacke ist eigentlich mit die leichteste zum Ablocken. Alter, die muss man meiner Meinung nach eigentlich schon geblockt kriegen. Wie viel Rüstung haben die? 10. Ich glaube, da gehe ich lieber so ran. 38er Damage, das ist gut. Ich glaube, spätestens nach dieser Runde sind die weg. Also jetzt, nachdem ich wieder einmal angegriffen habe. Oh Gott, die habe ich nie blocken können. Fuck! Auch dieses Mal nicht. Ich sag's euch, Leute, das ist hammerschwer. Das kriegt ihr nicht hin. Das kriegt ihr nicht hin. Gut. Haben wir auch das geschafft? Na gut, ein kleiner Kampf, den nehmen wir kurz mit. Ich müsste dann langsamst eigentlich mal anfangen zu cutten hier mit dem Kampf, aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf. Ich meine, dort die nächsten Kämpfe werde ich dann schon mal demnächst mal cutten. Weil ihr kennt ja das ganze Prozedere hier. Ich habe das anderthalb Stunden Video, was ich meine, gemacht, mir auch unterteilt, weil mir das sonst zu gut geworden wäre. Ja, ich werde, dem Part werde ich auch unterteilen, als ob ich anderthalb Stunden am Stück hochladen werde. Part 1 fällt der Hälfte vom Spiel schon durch. GG. Doch, habe ich alles, ja. Ich schreibe hier gerade den Game Master an. Ist grad, also der schreibt so, ich habe mich in meiner Hütte versteckt, wenn ich fragte, ist gerade unten ein Event. Ja, du sollst mich finden, ne? Okay. Aber, wo bist du denn? Okay, kriegen wir jetzt unseren zweiten speziellen Freund. All this shitty chicken you can carry. You do good work. I'll help you fuck up Mongolians anytime you want. Not bosses though, they too tough. Beim DGM hat mir einfach mal einen Zweier-Chat mit ihm gemacht. Einfach mal so in den Ball gestellt. The stick is ours. Oh, renn. Okay. Unten lang, wir müssen jetzt noch einmal hier rüber. Genau, jetzt müssen wir zu Jimbos ganz. Da holen wir uns jetzt noch eine Quest ab. Wir werden hier mit Quests überschwemmt. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to him. So, wir müssen zwei Dinge kaufen. Einmal die Gasmaske und Waffen können wir uns eigentlich noch nichts leisten, aber noch das Wildleben in South Park. You kill anything in that guide, you come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Gut. Haben wir die Quest auch jetzt geholt? Wieso nehme ich eigentlich gerade nur 30 FPS auf? Nick, du wolltest gerade nur irgendwas erzählen, oder? Ich habe dich unterbrochen. Ja, mit dem GM hier, dem irgendwie, dass ich den finden muss. Ich hätte mir gerade sogar extra einen Zweier-Chat mit